Ja, ich möchte euch jetzt chemische Verhütungsmittel vorstellen, und zwar das Schaumzäpfchen und spermienabtötende Gels und Cremes. Das sind Verhütungsmittel, die eben Spermien abtöten sollen, und diese Verhütungsmittel sind per se unsicher. Also wenn ihr nur Schaumzäpfchen oder spermienabtötendes Gel verwendet, dann könnt ihr relativ sicher sein, dass ihr zeitnah schwanger werdet. Ja, ist natürlich die Frage, warum stelle ich es überhaupt vor? Damit ihr es kennt, damit ihr wisst, dass es unsicher ist. Und das ist nämlich besonders bei denen der Fall, bei den Schaumzäpfchen. Achso, das habe ich übrigens gemalt. Das ist kein echtes Schaumzäpfchen. Ich erzähle euch gleich, warum. Bei den Schaumzäpfchen, die kann ich in jeder Drogerie, in jedem Drogeriemarkt kaufen. Und da steht tatsächlich drauf, sichere Verhütung. Und nee, das ist nicht sicher. Überhaupt nicht. Das spermienabtötende Gel, das kann ich in der Apotheke kaufen. Und da steht zumindest bei, niemals alleine verwenden, sondern nur mit einem Diaphragma zusammen. Das Diaphragma stelle ich in einem anderen Video vor. So, erstmal, warum habe ich ein Schaumzäpfchen gemalt? Kurze Geschichte. Ich habe früher, wenn ich zum Sexualkundeunterricht in Schulen gefahren bin, zum Aufklärungsunterricht, da habe ich tatsächlich Schaumzäpfchen mitgenommen, also echte Schaumzäpfchen. Und Schaumzäpfchen reagieren aber auf Wärme. Und im Sommer ist es mir dann mehr als einmal passiert, dass meine Tasche geschäumt hat, weil meine Schaumzäpfchen reagiert haben. Und das ist nicht so der Superspaß, deshalb habe ich euch eins gemalt. Also, wie funktioniert ein Schaumzäpfchen? Wenn ich Sex haben will, dann sollte ich das so 10 Minuten vorher einführen in die Scheide. Das ist unsere Scheide. Ich stecke also, ich weiß, in 10 Minuten geht's los. Stecke ich ein Schaumzäpfchen rein. Es geht so. So, bis hier oben hin. Stecke ich tief rein, in den Tampon. Und dann macht das Schaumzäpfchen hier innerhalb dieser 10 Minuten, die es braucht, folgendes: Es reagiert mit der Körperwärme und fängt an zu schäumen. Ja, mega Schaum vom Gebärmuttermund. Und dieser Schaum sorgt dafür, der ist ganz zäh. Und jetzt möchte ich Sex haben. Jetzt kommt da hier der Penis rein und die haben Sex und dann hat der einen Samenerguss. Und die Samenzellen, die Spermien, die versuchen jetzt da durchzukommen, durch diesen Schaum. In diesem Schaum bleiben die aber hängen, weil es so klebrig und eklig ist. Und dann sterben sie. Ja. Das Ding ist, es gibt Kämpferspermien, was schön ist. Aber diese Kämpferspermien, die lassen sich nicht von einem Schaumzäpfchen aufhalten, sondern die kämpfen sich da durch und können eine Schwangerschaft herbeiführen. Unsicheres Ding. Dann nach gar nicht allzu langer Zeit nach dem Sex fängt dieser Schaum an, sich aufzulösen. Das fließt dann schön heraus. Weißes, schmieriges Zeug, klebt schön. Und damit muss ich einfach rechnen, wenn ich das anwende, dass es irgendwann gelaufen kommt. Das andere sind Spermizide, also spermienabtötende Gele und Cremes. Auch die würde man sich eben, wenn man unsicher verhüten will, kann man auf den Finger tun und dann schmiere ich mir das da möglichst tief in die Scheide rein. Und auch die sollten dann dafür sorgen, dass die Spermien eben sich nicht mehr gut bewegen können und absterben. Ja, funktioniert auch nicht so gut. Deshalb sowohl Zäpfchen als auch Gels sind alleine keine gute Alternative, wenn ich mich tatsächlich vor einer Schwangerschaft schützen will oder vor der ungewollten Zeugung eines Kindes. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann tatsächlich Eltern werde, ist relativ hoch. Also sucht euch was anderes, wenn ihr verhüten wollt. Wichtig ist noch zu wissen, dass chemische Verhütungsmittel Nebenwirkungen haben können. Und zwar, dass es zu einem Brennen, zu einem Jucken in der Scheide kommt, dass ein unangenehmes Hitzegefühl entsteht. Das passiert halt einfach wegen dieser chemischen Reaktion, die da stattfindet. Das ist für die Scheidenflora jetzt auch nicht so geil. Also schaut nach anderen Verhütungsmitteln.